eine geschichtträchtiges Bauten sind es halt. So ist es. Und deswegen hat sich auch das so erhalten, zum Beispiel bei uns, da waren den ganzen 11 Sägen, gell? Und der ist also die einzige dennoch, die eigentlich in Bewegung ist. Er ist ein Sorgschneider, ein Sägemeister. Er arbeitet in der Jagersäge seit einem Dreivierteljahrhundert. Wie ein pulsierender Herzschlag bestimmt seitdem der Rhythmus des Sägegatters den Alltag des nunmehr 91-Jährigen. Am Südtiroler Gampenpass, unterhalb der Laugenspitze, wurden am selben Ort schon vor über 200 Jahren Stämme zu Balken und Brettern geschnitten. Gleich in der Nähe liegt der alte Wallfahrtsort zu unserer lieben Frau im Walde. Und aus den Wäldern der Gegend kommt noch heute reichlich Holz. Lärchen, mächtige Fichten, Bergriesen, die bis in die steilen Felswände hochwachsen. Unbeschadet. Hier ist die Natur noch im Lot. Tonnenschwer sind die Fichten, die der Meister mit Hilfe von Flaschenzügen durch seine Werkstatt jongliert. Ein frischer Stamm, die sogenannte Musel, soll jetzt auf den großen Wagen, der die Hälfte der Sägehalle ausfüllt. Auf ihm wird das Holz beim Sägen automatisch in das Sägegatter geführt. Zeppin nennt sich ein der Hacke verwandtes Werkzeug, das aber ausschließlich dem Bewegen der schweren Stämme dient. Auch Flößer verwenden ein ähnliches Gerät beim Zusammenbau ihrer Gefährte. Der Baum dürfte noch um 1-2 Jahrzehnte älter sein als der Meister. Schwer kämpfen die beiden, bis die Position stimmt. Die Musel soll möglichst passend genau auf den Wagen fallen. Jetzt haben wir es schon mal. Es ist das Können der Säger, die Unregelmäßigkeit der Stämme in möglichst viel glattes Nutzholz zu verwandeln. 70% ist ein guter Wert. 30% bleiben Abfall. So wie die Schwarte, die er, Johann Piazzi, jetzt als erstes absägt, um den Stamm zu begradigen. Ja, die Säge ist eigentlich entstanden, wie sie heute ist. Die hat mein Vater 1903 aufgebaut. Und es gab schon frühere Zeiten da in der Umgebung, da ungefähr 50 Meter weg gab es eine und eine gab es da weiter unten, die hieß die Rotnockelsäge, waren schon diese Sägen. Aber diese Sägen gingen eigentlich nur, die brauchten so viel Wasser, gingen eigentlich nur bei Schneeschmelze. Und deswegen hat man früher zwei verschiedene Antriebe gehabt für die Sägen und Mielen. Bei der Säge hieß es ein unterschlachtiger Antrieb, bei einer Miele hieß es überschlachtiger Antrieb. Mein Vater damals ging schon ein bisschen besser, das war genau um 1900, der hat einen Holzhandel betrieben. Und dann ist es für ihn nur bei der Schneeschmelze so wenig gewesen, dass er da nur so lange, das dauerte vielleicht 14 Tage höchstens, einfach die Säge geht. Und dann hat er auf einen Umbau
gedacht. Und das er dann mit Rohren, mit einer Turbine aufgefangen, und die Säge ging dann nicht mehr nur bei der Schmelze, die ging schon 4 Monate lang. Das hat halt schon einen riesigen Fortschritt gehabt. Gell? Eine Glocke am Blockwagen richtet die Aufmerksamkeit des Sägers wieder auf den Stamm. Er verlangsamt die Geschwindigkeit des Gatters. Ist ein großer Teil des Brettes abgesägt, besteht die Gefahr, dass sich das Sägeblatt im Holz verklemmt. Die Geschichte der Bearbeitung von Holz ist fast so alt wie die Menschheitsgeschichte selbst. Die ersten Steinäxte sind über 10.000 Jahre alt. Die Darstellung von Holzsägen in einem ägyptischen Grab entstand vor 5.000 Jahren. Aus Bronzenen werden Eisensägen. Die mittelalterlichen Zimmerer arbeiteten mit der sogenannten Blocksäge. Noch vor einer Generation war dieses Werkzeug in abgelegenen Gebieten des afrikanischen Hochlandes zu finden. In 1480 bringt Leonardo da Vinci den Entwurf eines wassergetriebenen Sägewerks zu Papier. Die wichtigsten Elemente der mechanischen Gattersägen und Sägemühlen der folgenden Jahrhunderte sind in seiner Zeichnung bereits angelegt. Ja, mir ist das eingefallen einmal, weil manche haben das schon angeschaut, die Säge. Aber die haben nie begriffen, ja, wie geht das eigentlich? Und dann habe ich mir gedacht, machst du so ein Modell? Und die Säge, wie ich so gestand, von uns weg ungefähr 500 Meter weiter unten. Und mir ist die in Erinnerung, ich habe nirgends gekannt, abschauen. Mir hängen geblieben, die Größe, die war ungefähr so gebaut, und habe die nachgebaut im Gedächtnis selbst. Jetzt, wenn ich die Säge in Bewegung setze, ist das, ich lasse das Wasser drauf, und in dem Moment fängt es an zu gehen. Und das funktioniert dann so, es geht und treibt einfach den Stamm so nach vorne, und gleichzeitig geht die Säge auf und nieder und schneidet den Stamm so durch. Das war das alte System der Säge als unterschlachtigen Antrieb. Nein, es braucht schon alles seine Dinge. Deswegen ist das Modell ganz wichtig. Während des Sägens zieht der Seilzug den Wagen mit dem Stamm langsam in das Gatter, ein klein wenig bergauf. Johann Piazzi schiebt nach jedem gesägten Brett das Ganze wieder in die Ausgangsposition. Jetzt leicht bergab. Er räumt die Schwarte aus der Halle auf den Brennholzstapel. Mädel heißen die Hölzer, die in verschiedenen Stärken an der Decke hängen. Der Meister stellt damit die Brettstärke ein. Letzte Genauigkeit erreicht er manchmal noch mit einem Stück Karton. Dann kommt das Ganze in den Blockwagen. Mit der Zeppin richtet er die Musel auf den Anschlag aus. Am Stammende wieder ein Mädel, diesmal nur ein Stück Karton. Der Meister hat es im Gefühl. Er kennt seine Maschine seit vielen Jahrzehnten. Er gleicht ihre Ungenauigkeiten einfach aus. Schließlich tut das Gerät nun schon 100 Jahre seinen Dienst.
Da muss er ihm die eine oder andere Unart nachsehen. Mit der rechten Hand öffnet er die Wasserzufuhr zur Turbine. Mit der linken kuppelt er den Seilzug ein, der den Stamm in die Säge zieht. Mit dem kurzen Hebel regelt er die Geschwindigkeit. Eine Säge hat immer mehrere Stockwerke. Alles, was oben im Licht wie selbstverständlich seine Arbeit verrichtet, wäre ohne das Werk aus Rädern und Hebeln im Dunkel hier unten stumm und ohne Nutzen. Die metallisch glänzende Führung des Gatters. Das Schupfrad. Mit der Welle, um die sich die Kette windet, die den Wagen zum Gatter zieht. Noch tiefer steigt der Meister hinab in die Unterwelt, dorthin, wo aus der Kraft des Wassers Bewegung entsteht. Das eiserne Schwungrad, über dem zwei Stockwerke höher das Sägegatter arbeitet. Vom Schwungerl aus geht eine Stelze, heißt man sie, nicht zum Gatter. Wenn der Gatter in Bewegung gesetzt wird, wird der Ansatz der Stelze 25 cm außer der Mitte angesetzt. Deswegen ist es, kann der Gatter 25 cm hinuntergehen und 25 hochkommen, dann ist es ein Hubraum von 50 cm. Und das ist, was die Säge auf- und niedergehen eigentlich in Bewegung setzt. Mit seinem Durchmesser von über einem Meter fordert der Stamm auch von der Säge die letzten Kraftreserven. Nur unwillig setzt sie sich in Bewegung. Jetzt muss ihr der Meister auch noch über einen Totpunkt des Schwungrades helfen. Doch dann sägt sie wieder, als ob nichts gewesen wäre. Ja, wenn ich mich so erinnere, zu der damaligen Zeit, wie wir noch auf dem steilen Weg da mit Fuhrwerk und so weiter hergefahren sind und da an der Mühle da vorbei, da man war sie noch aufrecht und heute ist es ein zerfallenes Ding einfach, sowas. Und das ist eigentlich so gekommen, bis zum Zweiten Weltkrieg waren die Leute noch alle selber, produzieren sie Getreide und alles selber. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann die Straße gekommen und alles ist modernisiert worden und aufgrund dessen ist dann alles verfallen. Und trotzdem, dass die moderne Zeit käme nicht, muss ich sagen, wir hatten damals zu meiner Jugendzeit auch, wir hatten zu essen und etwas anzuziehen und wir verlangten gar nicht, uns fehlte nicht. Fragen Sie heute, wem nicht fehlt. Jeder hat zu wenig, jeder hat nicht genug, obwohl er alles modern ist. Der Englisch ist schon ein ganzer reifer Baum, und den können wir schon umhaken. Und der ist kein Schaden mehr. He? Nein, nein. Was? Lass man da rechts an, schauen wir, wie er ins Gerd, nicht? Ja. Ja, mit den Keil geht er schon. Nicht da Schaden macht und in die Schuppen halt, hockt da wahrscheinlich. Ein bisschen aufpassen. Ah, nein. Das ist das, gell? Ja, ja. Schauen wir mal, wie das Ding geht. Könnt ihr euch aussetzen? Vielleicht. Zuerst schlagen die Holzfäller eine keilförmige Kerbe in den Stamm. Sie gibt die Richtung vor, in die der Baum fallen soll. Natürlich verwendet man dafür heutzutage meist eine Kettensäge.
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten waren jedoch Axt und Handsäge die Werkzeuge der Holzhauer. Auf dem Rückweg vom Berg geht Johann Piazzi ein Stück den Bach entlang, dessen Kraft seine Mühle einige hundert Höhenmeter weiter drunten in Bewegung hält. Seit sein Vater Anfang des vergangenen Jahrhunderts die Säge vom Wasserrad auf den energiesparenden Turbinenantrieb umgestellt hat, ist dieser Teich Speicher. Er reicht für einige Stunden Sägen. Fließt bis dahin allerdings nicht genügend nach, muss der Säger eine Zwangspause einlegen. Er schaltet die Wasserzufuhr ein und regelt den Vorschub. Langsam läuft die Säge hoch. Dass auch in den alten Sägen oft schon Zeit Geld war, hing mit der kurzen Betriebsdauer zusammen. Vielleicht einige Wochen, in wasserreichen Jahren einige Monate. Pausen gab es da eigentlich keine. Während der Stamm durch die Maschine lief, musste der Säger die Bretter besäumen. Die Technik dazu hat Johann Piazzi vor vielen Jahrzehnten selbst eingebaut. Auch sie wird vom Wasser getrieben. Kreissäge hat es keine gegeben. Die mussten die Säumung, mussten sie die Bretter schneiden, dann wieder in der Säge einlegen und säumen. Und meistens war das so, das wurde von den Handelschaften, kamen die, die brauchten für den Bau solches und solches Holz. Und das wurde dir so vorgelegt und du musstest das für den ganzen Bau recht vorbereiten. Da gab es dann verschiedene Längen, verschiedene Stärken und alles. Das hatte halt schon wieder das normale Bretter einen höheren Preis. Das musste man halt, aufgrund der Liste musstest du so arbeiten. Die Glocke ruft den Säger zurück an die Musel. Noch wenige Zentimeter und das nächste Brett ist vom Block getrennt. Der Meister stoppt die Maschinerie, gönnt ihr wenigstens eine kurze Pause, während er selbst den Blockwagen wieder in die Ausgangsposition schiebt. Sogar der Sorgtremmel, der Stock, der beim Anschieben hilft, hat seinen festen Platz. Mit den Mädeln, den Distanzhölzern, bestimmt er wieder die Stärke des nächsten Brettes. Wasserzufuhr auf, Vorschub regeln. Irgendwie ist es jedes Mal spannend. Packt's das betagte Ungetüm oder muss der Meister ihm auf die Sprünge helfen? Der Vater hat dem Sohn die Säge längst übereignet und doch ist sie das Reich des Alten geblieben. Für ihn war sie Arbeitsplatz, tägliches Brot. Für den Jungen ist sie Museum. Ihm fehlt die Zeit, sich in all ihre Geheimnisse zu vertiefen. Auch die sogenannte Kopfsäge ist ein Detail, mit dem Johann Piazzi die von seinem Vater ererbte Technik weiterentwickelt und modernisiert hat. Der Baum wird eigentlich schon beim Schlagen 20 cm länger gemacht. Und der wird vom Berg herunter getriftet. Und weil er runter getriftet wird, da wird vor und hinten, schlägst dann die Steine ein. Und deswegen muss ich die verlängerten 20 cm auf beide Seiten diesen Kopf wegschneiden. Weil sonst könnte ich ja nicht schneiden, dann würde die andere Säge in diesen Steinen hineinschneiden. Und das ist auch so, und wenn der versandet ist, muss ich ihn putzen. Das ist der Grund, warum er abschneidet. Und jeder Sargschneider, wie es bei uns ist, arbeitet 12 Stunden. Der eine von 12 Uhr Mittag bis 12 Uhr in der Nacht, dann hat er den anderen geweckt, dann musst du aufstehen und jetzt bist du dran. Und der hat durch in der Früh bis 12 Uhr Mittag und dann kommt
Man hat was schon richtig kommen. So wurde das eingeteilt. Jetzt sind wir mit dem Wasser zu Ende. Wir waren 10 in der Familie. Das Mädchen Jessen hat mir und das Mädchen nicht an, zu ziehen einen lodenen Hosen, einen Schuh und einen Knusp. Knusp war der Holzschuh und so weiter. Das hatten wir ja. Meine Mutter stammte von da. Und mein Vater stammte dort ungefähr fast 1,5 Kilometer weiter, dort draußen, weiter drin. Und dann war das so, dann, wie mein Vater geheiratet hat und meine Mutter von da stammte, deswegen fing dann mein Vater mit der Säge an zu arbeiten und sich im Holzhandel. So war das entstanden. Ja, das bin ich, ja, mit dem ja, der Heldenanzug. Da ist meine Frau drauf. So, sie waren schöne Zeiten, kann ich sagen, was ich will. Bis das Staubecken wieder genügend Wasserkraft gespeichert hat, um die Säge anzutreiben, widmet sich der Meister einem der wenigen eisernen Teile seiner ansonst überwiegend hölzernen Maschinerie. Bei jedem Handwerkzeug, ob das ein Messer ist oder ein Beil ist, es kommt immer auf den Schneid drauf an. Und auch bei den Maschinen, die nicht schneiden, die werden eigentlich schlechte Arbeit machen. Als erstes muss einfach die Zahnungen müssen. Eine Reihe von Zähnen müssen nach rechts gedrückt werden und der andere nach links. Dass das ein bisschen eine Erweiterung hat, wie das Sägeblech selber ist. Und dann geht, wenn sie dann geschärft, diese Zähne. Und das Schärfen geht auch wieder vor sich. Die eine Reihe, die nach links geht, auf der anderen Seite, die wird ein bisschen schief und die andere Reihe auch wieder schief, aber nach der anderen Seite. Also das Feilen wird eigentlich verschieden gemacht. Eigentlich manche Feilen, den Feilvorgang schiefer und manchmal weniger schief. Und das hängt auch mehr ab, ob ein Hartholz ist oder ein Weichholz. Bei einem Weichholz kommen sie schiefer haben und bei einem Hartholz muss es gerade haben, weil die Spitze einfach mehr durchhalten muss. Und deswegen ist das so verschieden und der andere macht die Spitze einfach ganz einfach die Spitze spitziger, die andere weniger spitzig, nachdem den Holzbrand. Das sind so einzelne Erfahrungen des Sägemeisters. Das ist bei vielen Sachen so. Und der Ball vergeht halt, der Alte und der Junge steht halt da und hat eigentlich von den alten Sachen nicht mehr. Ja. So, jetzt müsst ihr schon schneiden. Also viel, die Säge Treffpunkt für die Leute, weil früher ging ja alles zu Fuß. Wenn einer vorbeigegangen ist, ein Bauer, ja, jetzt schaue ich rein, was die Säge macht. Gell? Und dann hat er gefragt, hast du Feier? Ja, wenn es vielleicht im Herbst oder Winter, ja, da hat er sich ein Feier gesetzt und da kam vielleicht ein Zweiter ging vorbei, ja, der auch. Fragt jemand, ja, und die sagen, sind da 4, 5 manchmal. Der Sägemeister hat dabei gearbeitet, hat der Holz hingebracht und draufgeht. Und da haben sie damals Zeit richtig gesagt, bin viele Sägen die Politik bestimmt.
Und holleri jaho, holleri jaho, holleri jaho. Also streit zu viel, gell? Ja, ganz gewiss. Ja, so, Ja, zum Wohl. Ja, ich werde zu dir gehen. Dann gleich raus, ich steige.